Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Talk. Heute Doppel-Talk-Folge, oder? Ja, heute Doppel-Talk-Folge. Aber das ist eine etwas kürzere Folge. Wir gucken uns die Patch Notes an. Patch Notes 8.0, die sind natürlich schon öffentlich. Die wurden heute released, einen Tag vor der Erweiterung. Das sind auch nicht viele Patch Notes. Wir gucken uns ganz kurz an, gucken, was sich ändert, weil einige Kartenänderungen können natürlich auch für die Erweiterung gut sein. Und ja, wir fangen an mit den neutralen Karten. Wir haben unser Hexer-Trio. Eskil, Wesemir, Lembard wurden um einen Punkt verbessert. Provisionen wurden von 8 auf 7 gesetzt. Allerdings haben sie jetzt einen Adrenalin-4-Effekt, dass sie die anderen aus dem Deck rausholen. Ich finde, an den Hexern hat sich nichts geändert. Die Hexer werden wahrscheinlich trotzdem nicht gespielt. Wenn man sich überlegt, dass man 9 Punkte kriegt für insgesamt 21 Provisionen, ist das nicht wirklich toll. Die 5er Provisionskarten, die viele Fraktionen spielen, machen tatsächlich 8 für 10 Provisionen und holen nur eine Karte aus dem Deck raus. Ich denke, die Hexer werden trotzdem tot bleiben. Vor allem, wenn man jetzt das Problem hat, wenn man nicht Adrenalin 4 hat, dann bleiben die ganze Zeit im Deck drin und können nicht bricken. Finde ich nicht wirklich toll. Okay, Fähigkeit von Wesemir Mentor wurde geändert. Einsatz, er verbessert alle verbündeten Hexereinheiten auf dem Feld um 1. Adrenalin 5, er verbessert alle Hexer auf der Hand und in dem Deck zusätzlich. Das heißt, Wesemir Mentor ist jetzt nicht die Karte, die man am Anfang ausspielen kann und alle sind verbessert, sondern er ist wirklich erst später einsetzbar. Das ist das große Problem mit ihm. Und er ist jetzt wahrscheinlich für die Erweiterung nicht mehr so eine tolle Karte. Die Frage ist auch, wie viele Hexer in einem Deck gespielt werden. Es gibt Fraktionen, die werden wahrscheinlich ein bisschen mehr Hexer spielen. Es gibt Fraktionen, die werden ein bisschen weniger Hexer spielen. Wesemir Mentor, trotzdem, ich denke immer noch nicht, dass es sich für viele Hexer-Decks lohnt, diese Karte zu spielen, weil er einfach zu viel kostet. Und macht dieser eine Punkt wirklich bei vielen mehr aus? Ich denke nicht. Okay. Was haben wir hier noch für Änderungen? Die sind ein bisschen komisch geschrieben. Plötze, Rekrutierung wurde von 9 auf 10 geändert, Bruchholz von 9 auf 8, Buff Silippi. Die Karten wurden sonst in keinem Deck gespielt. Frage ist, ob sie jetzt gemacht werden. Aber ja, ganz nette Änderung. Größter Buff Silippi. Rittersporn Poet, Rekrutierung wurde von 12 auf 11 geändert. Ist auch okay. Muss mal gucken, ob er trotzdem gespielt wird. Diese einer Rekrutierungsänderung sind nicht gerade immer sehr großartig. Portal hat wieder eine größere Änderung bekommen. Eine Änderung, die nicht sehr vielen gefallen hat. Portal kostet eine Provision weniger. Allerdings wird die Karte, die zur Rechten rausgerufen wird, erst nach 3 Zügen gerufen. Den Grund, warum sie es gemacht haben, ist, weil es jetzt tatsächlich 4er Provisionskarten wieder gibt, die sehr gefährlich werden können mit einem Portal. Und sie wollen solche Karten wahrscheinlich in der nächsten Erweiterung häufiger drucken. Das heißt, anstatt Portal komplett zu ändern und einen neuen Effekt zu geben, haben sie den Effekt abgeschwächt. Und die andere Karte, die zweite, kommt erst nach 3 Zügen raus. Was eine Nerf für Portal ist. Man könnte Portal trotzdem noch benutzen, assimilieren oder so. Könnte da vielleicht einen Punkt verlieren und könnte nach 3 Zügen immer noch 2 Engines beschwören. Oder könnte da 2 Punkte verlieren. Das ist nicht ganz zu kritisch. Also die Karte ist nicht unspielbar geworden für Decks, die sie jetzt auch schon gespielt haben. Aber ja, es ist ein Nerf zu Portal. Ich denke aber nicht, dass die Karte komplett tot ist. Ich denke immer noch, dass es vielleicht ihre Nischendecks gibt, wo sie funktionieren kann. Auch wenn die andere Karte später rauskommt. Aber da hat man erst diesen Portaleffekt nach 3 Zügen. Den größten Einboost, den man hat, ist natürlich das Tempo, was dann fehlt. Einfach, weil man nicht 2 Karten auf einmal rausholt. Aber ja, ich finde es ganz gut, dass sie, anstatt Portal zu ändern, den Effekt geändert haben. Und das, wie gesagt, das mussten sie machen, einfach wegen den ganzen 4er Provisionskarten. Wegen Karten wie den Hybriden oder die Salamandra Luckys oder so. Oder wegen den Vipernhexer-Adepten musste Portal geändert werden. Okay, kommen wir zum Monster. Spuk. Spuk kostet eine Provision mehr. Renkrieger hat nur eine Rüstung und Speerspitze wurde um eine Provision verringert. Dass Spuk geändert wurde, ich weiß, viele haben sich in letzter Zeit wieder genervt, dass sehr viel unermesslicher Hunger gespielt wurde. Spuk war eine ziemlich gute Karte. Spuk kann 17 Punkte machen für 13 Provisionen. Es war jetzt nach dieser Artefaktzerstörung mit das beste Szenario, dass die Karte um eine Rekrutierung geändert wurde. Trifft natürlich Monster ein bisschen, ist ein kleinerer Nerf, aber davor war Spuk einfach gegenüber anderen Szenarios zu gut. Renkrieger, die eine Rüstung mehr, ist ganz nett. Ist so ein bisschen Flavor, den auch andere dieser Karten haben. Speerspitze ist ganz gut für Gedeihendecks. Fähigkeit von Imlerif wurde geändert. Again. Ja. Imlerif, Einsatz, Nahkampf, ziehende Karte, verwirft dann eine Karte. Wenn die verworfene Karte eine Einheit war, verbessert die hier beschriebene Karte um deren Stärke. Eine Frage habe ich. Also, Imlerif ist immer noch nicht gut. Imlerif
10 Provisionen, 2 Punkte, zieht eine Karte, verwirft die Karte und verbessert sich dann um die Stärke. Klar, vielleicht für die Karte wie am Ende rausholen mit der Ortschaft, aber warum will ich Imlere spielen, der die Karte verwirft, anstatt einfach jetzt Rittersporn Poet zu spielen, der für eine Provision 2 Punkte mehr hat und falls ich einen Zauber ziele, kann ich den Zauber noch ausspielen, anstatt ich mit Imlere für 0 Punkte wegwerfen muss. Ja, ich finde Imlere ist immer noch nicht gut. Rittersporn Poet kostet eine Provision mehr, aber hat wesentlich weniger Nachteile. Der einzige Vorteil ist halt, dass Imlere in einem Hingabedeck funktioniert und Imlere vielleicht Monstereinheiten frisst, die einen negativen Ausspieleffekt hätten, aber da gibt es auch nicht so viel, sowas wie ein Greifen oder so. Kein Freund von Imlere, immer noch nicht. Skellige, Brockwajeda wurden von 5 auf 4 geändert. Viele dieser Karten, die 5 Provisionen gekostet haben, werden wieder auf 4 geändert, weil Portal genervt wird. Quageschmied hat jetzt eine Rüstung, genau wie Renkrieger. Vernon kostet eine Provision weniger, ist gut für die blauen Streifen. Kavallerie kostet jetzt auch wieder 4, wegen Portaländerungen. Fechtmeisterinnen kosten jetzt wieder 4 Provisionen, wegen Portal. Aber jetzt kriegen wir tatsächlich vielleicht mal eine bessere Elfeneinheit für 4 Provisionen. Buff für Elfen. Zwergischer Streitwagen ist eine Belagerungsmaschine, was für Squirt Hell eigentlich komplett egal ist. Nilfgaard hat ein paar Buffs bekommen. Gnadenstoß kostet eine Rekrutierung weniger, macht einen Schaden mehr. Der Schaden mehr ist in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht ganz so relevant, aber könnte, wenn man was Fremdes killen will. Die Rekrutierungskost weniger ist allerdings relativ toll. Genau wie die Rekrutierungs, die weniger auf Afan ist. Afan war einfach nur für neuen Rekrutierungen zu teuer, weil Karten wie Illyrian oder Königin des Winters haben auch nur 8 gekostet. Warum war Afan auf 9? Bratan wurde geändert und eher genervt, weil er hat zwar jetzt einen Punkt mehr, kostet eine Provision weniger, aber muss diese illoyale Einheit, die er erschafft, jetzt aus dem Starterdeck holen. Das heißt, man muss diese illoyale Einheit im Starterdeck spielen. Brathans ist nicht mehr so flexibel. Ich finde das tatsächlich eher ein Nerf für ihn. In assimilierenden Decks, wo man die Karten sowieso gespielt hat, ist es nicht ganz so schlimm. Da hat man meistens auch die Informantin der Herzogin gespielt und die wird man sowieso in assimilieren spielen. Aber für andere Fraktionen oder für andere Decks, wo Brathan gespielt wurde, einfach nur aus Flexibilheitsgründen, ist er genervt worden. Und ja, die Frage ist, ob man diese illoyale Bronzenheit spielt. Emissär verbessert nur einen Punkt mehr, das heißt, die Karte ist 6 für 4, was ganz gut ist. Allerdings haben wir diesen dicken Boost jetzt. Asaya kostet eine Rekrutierung weniger, wurde von 8 auf 7 geändert. Asaya hat 6 Punkte. Wenn ich mir überlege, dass die neue Ortschaft den ähnlichen Effekt wie Asaya haben kann und man legt die Karte nach ganz oben und man kriegt potenziell vielleicht eine stärkere Einheit raus, finde ich Asaya trotzdem nicht unbedingt die stärkste Karte. Nautica kostet wieder eine Rekrutierung weniger, weil Portal geändert wurde. Das ist die Karte, die sich bufft, wenn man immer einen Einsatzeffekt ausspielt. Meister der Tarnung von 3 auf 4 geändert, wenn geblockiert wurde. Portal ist weg, ziemlich gut. Vipernhexer kosten heißen jetzt Königsmörder, keine große Änderung. Feuerskorpion hat eine Rüstung, genau wie Vankrieger oder ein Great Schmied. Alba Panzerreiter ist jetzt eine 5er Stärke Karte, hat dafür keine Rüstung mehr. Die Rüstung wurde nicht von 0 auf 1 geändert, sondern von 1 auf 0. Das ist im Deutschen wieder falsch hier. Aber ja, Alba Panzerreiter 5 mit einem Blockierungseffekt. Frage, ob er sich lohnt. Und Imperia Vollstrecker haben jetzt den Eifer. Das heißt, unsere Spionenschützen können sofort losschießen. Allgemein, größter Buff in Nilfgaard würde ich sagen, ist Gnadenstoß und Afan. Emissär mit Bratan, ja, Asaya. Ich weiß auch nicht, ob Asaya dem neuen Archetype so gut ist, weil sie ist immer noch nur 6 Punkte. Genauso wie Cynthia, muss man wirklich gucken. An sich kleinere Bust für Nilfgaard. Mal gucken, wie Nilfgaard mit der Erweiterung wird. Also die Karten können tatsächlich ganz lustig sein. Aber ja, es gibt ein neues Feature. Man kann Geschenke verteilen, aber man muss die mit Elchgeld oder Meteoritenstaub kaufen. Aber vielleicht, ich habe sowieso sehr viel Meteoritenstaub. Wenn irgendwas ansteht, kann ich vielleicht mal 2-3 Geschenke raushauen an irgendwelche Leute. Und es gab ein paar Fehlerenthüllungen, die ganz nett sind. Zum Beispiel Asaya zeigt jetzt die Karte, die zurückgelegt wurde, dass man nicht mal nachgucken muss. Seitdem es nicht mehr hundertprozentig der Maskenball ist, ist es vielleicht ganz hilfreich. Ja, ansonsten so ein bisschen Anzeigen. Tooltips wurden angefasst. Eredin wird wieder gefixt. Nichts wirklich Besonderes. Canterella kann Fallenkarten ausspielen.
Das war's. Und dann gibt es noch eine Menge Möglichkeiten im Draft-Modus. Das könnt ihr euch aber, wenn es euch interessiert, selber durchlesen. Im Prinzip, sie haben Pakete angepasst, dass dieser ganze Draft-Modus zusammen besser funktioniert. Und es gibt neue Pakete. Die Hexer kommen jetzt halt in diesen Draft-Modus. Aber zum Beispiel, was sie so gemacht haben, wenn man also pickt, kann man jetzt auch Zauberkarten picken, kriegt auch Zauberkarten. Das waren die Änderungen. Sehr wenig Patch-Notes, keine großen Änderungen. Ein paar Nerfs für Monster, ein bisschen Buffs für neutrale Karten. Allerdings auch ein Nerf. Ja, Hexer werden trotzdem nicht gespielt. Ich denke, da wird sich nicht sehr großartig viel ändern. Die größten Änderungen werden durch die neuen Karten kommen. Aber einige Karten sind vielleicht doch jetzt ein bisschen besser spielbar. Und mal gucken. Vielleicht werden sie in irgendein Deck jetzt wieder reingepackt. Ich bin gespannt. Ich bin mit der Portaländerung, müssen wir mal gucken. Aber ich finde die Portaländerung tatsächlich für zukünftige Erweiterungen eigentlich relativ angenehm. Und Portal wurde sowieso aktuell nur in Assimilieren gespielt. Und wie gesagt, Portal könnte man noch spielen. Ja. Bisschen langsamer, aber man kriegt ja trotzdem noch zwei Engines raus. Aber ja, das war's mit den Patch Notes. Mehr gibt's nicht mehr zu sagen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Und viel Spaß mit der Erweiterung. We find ourselves in a world turned most foul. A world filled with innumerable horrors, monstrosities that prey on the meek and mighty alike. 'Tis truly a wretched scourge born of nightmares. Yet it need not be so. Freed of the fetters of the Spineless Council, we can create something new. Hunters of exceptional strength, speed, agility. Equipped to overcome absolutely any foe. Bards will toil to do justice to their feats. For sometimes one needs a monster to slay a monster.